Was kann der Beaker Browser? Und warum einen neuen Browser, werden sich jetzt einige fragen. Wir sind in einer Situation, wo das Internet zu einem kommerziellen Spielball geworden ist. Es gibt für Cracks und Freaks Wege, sich auszutauschen, aber für die normalen User, für den Endverbraucher, ist die Möglichkeit, sich in diesem riesigen Universum da zurechtzufinden, recht schmal. Und man ist meistens abhängig von den Tools, die zur Verfügung stehen, die, muss ich jetzt sagen, natürlich auch nicht schlecht sind. Und die zentralen Dinge, die wir zurzeit benutzen, natürlich auch ihren Nutzen haben, aber im Hintergrund immer diese Datenkrake lauert. Und der Beaker-Browser bietet in dieser Form als experimenteller Browser die Möglichkeit, dass wir uns das Netz wieder zurückerobern können, dass wir uns selbst austauschen können, dass wir selbst Daten zur Verfügung stellen können, ohne dass wir jemanden Dritten fragen müssen oder ohne dass jemand einen Finger hebt. Das bedeutet nie absolute Freiheit von jedem Mist, den man posten kann. Es bedeutet, eine Eigenverantwortung zu übernehmen. Und der Beaker-Browser bietet diese Möglichkeit. Und man hat sich mit dem DAT-Protokoll Gedanken gemacht, wie wir quasi die Teilhabe am Internet für jeden sichern können, ohne Umwege, ohne Dritte. Und in dieser Form ist der Beaker-Browser gestartet als ein wissenschaftliches Projekt, also auf der wissenschaftlichen Ebene, dass Daten zwischen Universitäten ausgetauscht werden können. Aber mittlerweile hat die Community das in jeglicher Form erweitert, für den Austausch, also im Chat, Musikdateien, Musikplattformen, Videoplattformen, also Webseiten, für alles ist jetzt schon eine Schnittstelle und das ermöglicht, dass ich als Privater zu Hause jegliche Daten per Klick anderen zur Verfügung stellen kann und auch per Klick mir zum Beispiel eine Webseite bauen kann und die zur Verfügung stellen kann. Und der Beaker-Browser bietet jetzt diese Möglichkeit, die ist dann von Mensch zu Mensch oder mit Mensch zu Mensch auszutauschen. So, das ist der experimentelle Teil. Also es ist ein stabiler Browser und das Experiment in dem Sinne ist die Zurückeroberung und die Teilhabe am Internet für alle. Und ich kann zum Beispiel ein Dokument zur Verfügung stellen, was ich meinen Freunden zusende als eine DAT-Adresse. Wir gehen das gleich mal durch. Und meine Freunde haben die Möglichkeit, solange mein Rechner an ist, das sich anzusehen und gleichzeitig sich auch eine Kopie zu ziehen, die nicht bearbeitet werden kann, wo aber dann dieses Dokument mit derselben Adresse zweimal zur Verfügung steht. Also so wie wir das, oder wie das vielleicht einige von euch von File-Sharing-Geschichten kennen, das ist das ähnliche Prinzip. Also man wird automatisch zum Sieder, wenn man sich zum Beispiel was anschaut. Man kann das auch einstellen, dass man das nicht möchte, dass man nur anschauen möchte, aber man kann auch speziell sagen, so dieses Dokument, dieses Bild, diese Webseite biete ich selbst mit an. Ja, das ist das Prinzip. So, jetzt gehen wir mal experimentell, tun wir einfach mal ein Dokument eröffnen. In dem Fall gehe ich hier auf New, ein Empty Project.
das nenne ich jetzt mal Tat Adler Dokument. Gut, und jetzt nehme ich hinzu Import Files. Ich kann das auch ganz im Folder. Und hier nehmen wir mal das PDF. So, jetzt ist das PDF hier mit drin. Ich habe einmal die Adresse, wo ich quasi diesen gesamten Ordner mir anzeigen lassen kann. Und in dem Form habe ich hier dieses Dokument, was ich mir anzeigen lassen kann und diese, oder besser gesagt downloaden lassen kann. Diese Adresse, die ich jetzt hier, die hier generiert wurde, diese DAT-Adresse, die kann ich jetzt beliebig meinen Freunden zusenden. Und wenn mein Rechner an ist und meine Freunde mit dem Beaker-Browser diese DAT-Adresse aufrufen, dann kriegen sie genau das angezeigt, was wir jetzt hier sehen. Das, was von meinem Rechner kommt. Oder was dann halt von eurem Rechner kommt. Bedingung ist, dass das halt miteinander, dass die Rechner an sind. Also dass deiner, der die Quelle ist, das natürlich an ist. Und wenn ich jetzt von meinem Freund so eine Adresse kriege, dann kann ich die quasi sieden. Ja? Jetzt ist das natürlich nie meine, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel in dieser Möglichkeit, könnte ich das sieden. Ich kann daraus eine editierbare Kopie machen und kann mir den Code anschauen, kann mir das speichern als Vorschau, also besser gesagt als Bookmark. Und ja, das ist eigentlich die Art und Weise. Hier kannst du jetzt in deinen Ordner kannst du jetzt beliebig Bilder, Videos, Dokumente, Texte, was auch immer du hier reinlädst, erscheint unter dieser Adresse hier in Auflistung. Ja? So, also das ist die eine Art. Und das andere, wenn ich jetzt zum Beispiel beliebig, ja, also ich kann hier wirklich per Klick eine Webseite generieren, create a new website, dann nenne ich das mal also Test Website. So, Test Website, so, okay, schauen wir nochmal rein und tun das auch mal nochmal ändern, damit wir auch wirklich sehen, dass das jetzt hier wie hier einfachsterweise unsere ist. Da. So, dann kann ich mir das angucken. Das war's. Datadler.de. Naja, egal. So, also das war's, ja. Also ich habe jetzt hier ein Grundgerüst mit Klick, per Klick, wo ich eine Webseite erstellt habe. Das ist natürlich jetzt hier einfachste Art und Weise, aber es heißt mal egal, es geht um das Prinzip. Meine Webseite, die datadler.hspace.io, ist auch über den, läuft hier auch über das DAT. Also ich habe meine Webseite, sorry, hier in meinem lokalen System. Und selber was mal schauen. Ja, so, also wenn ihr jetzt auf die auf meine datadler.hspace.io Seite geht, dann seht ihr genau das. Das ist jetzt bei mir lokal auf meinem Rechner. Das kann ich jederzeit bearbeiten. Ja, ich kann jetzt hier sich in den Index gehen oder in die anderen Seiten, Blog oder Kontakt, dann kann er was ändern und mit der Änderung kann ich das freigeben und mit dem Freigeben wird das von Hspace abgeglichen. Zur Erklärung, Hspace ist im Netz ein Service, der von den Beaker-Browser-Leuten bzw. von den DAT-Projekt-Leuten zur Verfügung gestellt wird. Jeder, der sich dort anmeldet, bekommt 100 Megabyte frei
und kann da testen und rumtesten. Und diese DAT-Adresse, die jetzt hier zum Beispiel für diese für meine Webseite erstellt wurde, ja, diese, hier ist ja auch nochmal zu sehen, diese gleiche ich mit der HSpace ab. Ja. Also ich sage, in der HSpace.io melde ich mich wie gesagt an, dann lege ich halt DAT-Adler an und mit dem DAT-Adler verknüpfe ich diese Adresse und das holt er sich von meinem lokalen Computer und spiegelt das quasi als erste Kopie, zweite Kopie, also er ist halt quasi eine Kopie, die ständig im Netz da ist. Und sollte es dieses HSpace.io mal nie mehr geben, dann bin ich immer noch unter dieser Adresse, solange mein Rechner an ist, erreichbar, beziehungsweise wenn meine Webseite von mehreren verteilt wird, dann ja, ist halt je nachdem. Ist natürlich auch steht sie auch zur Verfügung. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip leicht verstanden. Ich wollte jetzt mal nur einen Überblick geben, wie diese Sache funktioniert, beziehungsweise was es in diesem Beaker-Browser was da zur Verfügung steht. Also ihr könnt euch eigene Ordner, Projekte anlegen, wo ihr Daten reinladen könnt. Dieses Projekt kriegt dann eine sogenannte DAT-Adresse, die ihr verteilen könnt. Ihr könnt per Klick eine Webseite erstellen, die relativ simpel ist, aber es ist wirklich per Klick ist das erstellt und die Webseite hat eine DAT-Adresse, die wiederum versendet werden kann. Und ihr könnt von einem Folder, also von einem Ordner von eurer Festplatte, den auch direkt reinziehen. Ja, wenn das zum Beispiel eine statische Webseite ist, ist das möglich. Ihr könnt da rum experimentieren. Dann steht die zur Verfügung. Wenn Datenbanken im Hintergrund sind, ist das nochmal was anderes. Da geht es dann ein bisschen tiefer in die Technik. Hier könnt ihr aber auch Bilder, Ordner, Videoordner, was auch immer, quasi hier mit reinladen und habt einmal für den Ordner eine DAT-Adresse und habt auch für jeden File, der in dem Ordner ist, auch eine extra DAT-Adresse, die ihr versenden könntet. So. Und dann gibt es keine Diskussion mehr, ob es irgendjemanden gibt, der das löschen kann, solange es ihr nicht macht. So viel dazu.